Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben sehr gut geschlafen, oder Maddie? Ja. Ja. Ja, wir haben super gut geschlafen. Wir haben richtig dicke Augen. Ich bin sehr spät ins Bett. Hab wenig geschlafen, aber dafür gut. Jetzt ist die Oma schon in der Küche am Rödeln und macht Frühstück für uns. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, ich zeige euch gleich mal, was es zum Frühstück gibt. So, ihr habt schon Frühstück vorbereitet. So, macht ihr schon Frischkornbrei. Marlon hilft. Meistern sind wir schon. Lecker Frischkornbrei. Oder Drachenfrühstück nennen wir das ja ganz oft. Der Medi und der Lennox, die haben schon hier Kakao. Hallo. Hast du schon die erste Tasse leer getrunken? Ja. Jetzt gibt es gleich noch Brötchen und Toast. Ich helfe der Oma jetzt mal Tisch decken. Oh, wer ist denn das? Da guckt eine dicke Nase raus. Oh, eine dicke Nase. Wem gehört die dicke Nase? Der Medi ist nicht da. Das ist... Ah, da! Guck mal, der Mama! Da ist der Medi! Medi hat gesagt, ich soll mit Kamera ihn filmen. Wie er da kuschelt. Oh, guck, guck. Was machen wir heute, Medi? Frühstücken. Ja, jetzt frühstücken und dann gehen wir Schlitten fahren, oder? Ja! Guck mal, ich zeig euch mal hier den tollen Ausblick. Und da oben gehen wir dann Schlitten fahren. Ich bin echt mal gespannt. Wow. So, die Oma TikTok hat mir jetzt einen richtig leckeren Latte Macchiato gemacht. Mmh, sieht gut aus. Und die Oma Gini ist auch da. Und jetzt können wir essen. So, guck mal, dein Toast ist fertig. Und Maddys Toast. Ja. So, jetzt frühstücken wir, ne? Tschüss. So, wir haben jetzt hier schon alles bereitgelegt. Schneehosen, Schneeanzug. Wir haben extra noch so riesen Skisocken gekauft, weil es echt mega kalt ist. Handschuhe. Und dann geht's gleich los, Schlittenfahren. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, dann steige ich gleich auf die GoPro. Freust du dich schon? Ja. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. So, jetzt kannst du schaukeln. Ja, das Schaukelpferdchen, das ist schon wie alt, Oma? Oh, seit 1943. Boah. Richtig, ja. Richtig alt. Da saß schon jeder von uns drauf. Mhm. Ich als kleines Mädchen, alle drei Jungs. Die Oma Gini saß auch schon da drauf, genau. Ja. Und Frank auch. Nee, der Frank nicht, aber die Oma Gini. Papa aber auch. Das war von deinem Opa Tic-Tac das Schaukelpferdchen. Genau. Ja. Tic-Tac. Wahnsinn. Opa. So, die Oma hat uns hier sogar schon Kinderpunsch bereitgestellt, um so einen Handwärmer zu mitgeben. Denn die Oma kommt nicht mit Schlitten fahren, die Oma bereitet Essen vor. Ich muss für das leibliche Wohl sorgen. Genau, dass wir hier bloß nicht verhungern. Dass meine Kinder nicht verhungern. Ja, das stimmt. Oh je. So, Marlon sitzt schon bereit. Ja. Maddie fährt gleich mit Oma. Noxi, fährst du mit Peter? Ja. Dann fahre ich mit dem Viech hier. Oh Gott. Oh Gott. Mit Mama. Nee, fahr du mal mit Oma. Gleich mit Mama. Ich muss erst mal gucken. Thank you.
Also das ist mal Schlittenfahren, du. Richtig genial. Das macht so viel Spaß. Mega. Ich bin schon hier. Ich bin direkt hinter euch. So weit nach oben. Ja. Aber es ist jetzt schon um 10 Uhr richtig voll hier. Aber wir haben Glück mit dem Wetter. Es ist nicht ganz so eisig. Beziehungsweise wenn man hochläuft die ganze Zeit, ist man auch wieder warm. Oh, ich freue mich so für die Kiddies, dass sie das auch mal erleben dürfen. Weil sowas haben sie ja tatsächlich noch nie gemacht, ne? So, da oben sitzen sie schon in Startposition. Da oben. Warten noch gerade, bis die eine Frau zur Seite ist. Und dann rudeln sie runter. Da kommen sie. Das ist so cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie cool! Maddie will nur mit Oma Gini fahren. Oma Gini hat Schlittenführerschein. Ja. Schon genau. Ganz früh gemacht. Oh je. Wollen wir mal hoffen, dass wir den nicht abgenommen kriegen, ne? Ja. Dann viel Spaß. So, tschüss. Tschüss. Weg mal. So, los geht's. Ja. Marlon probiert den Poporutscher gerade. Oje. Oje. Oje, hoffentlich raus, der nicht in den rein. Oje. Oje, der hat auch. Oje, oje. So, wir sind jetzt noch runtergefahren, Maddie und ich. Ich konnte nicht aufnehmen. Der ist kaputt. Und ich auch. Vom Hochziehen. Aber es macht echt Spaß. So langsam wird es aber voll. Mandy ist müde. So, wir machen jetzt mal einen warmen Kinderpunsch. Mandy ist langsam kaputt vom 500 Mal hoch und runter laufen. Und die anderen. 317 Mal. Achso, okay. Und die anderen fahren jetzt noch eine Runde. Und dann denke ich, werden wir zu Oma fahren. Und vielleicht heute Nachmittag nochmal mit meiner Cousine und ihren Kiddies fahren. Auf geht's. Auf, Marlon. Du musst los. Gut. Ja, ich fahre nicht. Lecker, ja. Weg sind sie. Jetzt fahren sie die letzte Runde und dann fahren wir erstmal zu Oma. So, wir sind jetzt wieder bei Oma und ich bin richtig vom Winde verweht. Aber es war so schön und jetzt kommt richtig hier die Sonne raus. Richtig schön. Und wie hat es dir gefallen, Schlittenfahren, Maddie? Ja. Richtig gut, ne? Das hast du von Regina gestern gekriegt, das Flugzeug. Ja, jetzt wärmen wir uns auf jeden Fall erstmal auf. Denn, ja, also wenn man sich bewegt hat und wieder hochgelaufen ist, natürlich warm. Aber wenn man so 2-3 Runden ausgesetzt hat, dann friert man auch schnell. Ich fühle mich richtig vermatscht hier. Ja, wie gesagt, Oma macht jetzt Essen. Wir wärmen uns jetzt erstmal auf. Und heute Nachmittag werden wir dann nochmal auf den Schlittenhang gehen. Entweder wieder da oder woanders, mal gucken. Vielleicht nehme ich euch da nochmal mit. Ob das hier. So, und mein TikTok hat jetzt Mittagessen gezaubert. Es gibt Putenschnitzel mit Pommes und Salat. Petra. So, wir sind jetzt bereit für Runde Nummer 2. Wir treffen uns jetzt mit meiner Cousine und ihren Kiddies und fahren die nächste Runde. So, wir sind jetzt wieder angekommen im Schlittenhang mit der ganzen Family.
Und hier ist schon Abschleppdienst, genau. Ich wollte euch mal den wunderschönen blauen, sonnigen Himmel zeigen. Diese Puderzuckerbäume, ist das nicht ein Traum? Schön, schönstes Wetter. Melina, klappt das? Kriegst du das hin? Achso, warte, komm, sonst nehme ich den Schlitten mal. Genau. Mega schönes Wetter. Blauer Himmel, Sonnenschein. Jetzt ist es schon anders voll hier. Oh mein Gott. Ganz anders als heute Morgen. Oh. Oh Gott. Ich filme schon. Aber warte mal, ich filme. Ich rutsche nach vorne hier. Ich filme hier. Guck. Ich bremse hier mehr mit meinen Füßen als alles andere. Oh. Hilfe! Sport! Oh, mein Tick-Tack auf dem Tick-Tack, Oma, warte mal. Auf dem Schlitten, Lady. Ab, ab! Ihr dürft! Los geht's! Wer fährt bei mir mit? Ich fahr hinter dir. Ich fahr neben dir. Ich kann dich nicht festhalten, weil ich habe den Rucksack auf. Du musst aber doch hier die Hände dran schubsen. Los geht's! Okay, ja, ich komme. Ich laufe jetzt mal hinterher. Das ist so eine Gaudi, ey. Das macht so viel Spaß. Aber man muss echt aufpassen, dass keiner in einen reinrutscht hier. Was? Klappt nicht? Nee. Nee? Das ist ist doch nichts. Mir zu schwer. Schönstes Wetter hier. So wie wir es gebucht haben, ne? Jawohl. Die Oma fährt mit Maddie immer noch da. Oh je. Und die drei Großen, die sind auch hier irgendwo auf der Piste unterwegs. Das ist Winterurlaub. Ja, also so stelle ich mir das auch vor. Da unten sind sie. Oh ja, genau. Die drei Großen stehen ganz da unten. Ah, die Denise und Liam sind da. Komm! Oh je, die Mutti, die eiert. Oh je. Oh Gott. Ganz vorsichtig, Ferze. Gott, sie waren mit 80, bald 80, oder? Unglaublich, ja. Zack, jetzt hängen sie. Den nimmt er mit. Halt dich an, sag das halt nicht. So, letzte Runde. Und wir bleiben jetzt hier oben, weil jetzt ist auch echt kalt. Die Sonne ist weg. Jetzt geht's gleich ab zu Oma. Aufwärmen.